Hallo und herzlich willkommen. Ja, in der dunklen Höhle von Kalahash und einem Eremiten. So, der sieht seltsam aus. Ja, ich finde auch, der sieht so ein bisschen eigenartig aus. Ne? Ich weiß auch nicht, dieser weiße Fleck, soll das irgendwie der Bart sein, der da so unter der Kapuze hervor... Das ist natürlich möglich, ja, ja. Also, sieht sehr, sehr unheimlich aus. Wir können ja mal mit dem Fußboden reden. Talk to Cave Floor. Die Konversation würde etwas einseitig sein, ja. Definitiv, ja. So, reden wir mal. Ja. Oh Mann, oh, da hast du mich aber erschreckt. Hallo. Oh Gott. Ja, wer bist du? Wer bist du? Ja, also ich glaube nicht, dass ich irgendeinen Namen habe, junger Mann, nicht mehr zumindest. Ich weiß es nicht, ich bin eben nur ein Eremit und ich lebe hier allein in dieser Höhle, ganz allein. Oh Gott. Oh Mann, frag von oben runter, ich glaube, das ist völlig wurscht in dem Fall. Hoffe ich mal zumindest, ich weiß es aber nicht, aber... wird schon schief gehen. Du hattest ja gespeichert. Ja, aber weißt du, ich habe schon eine Vermutung, ehrlich gesagt, wer das ist. Du auch? Nee. Erinnerst du dich ans Intro? Ja. Der Zauberer, Nertom, der ist doch verschwunden und der hat auch so einen langen, weißen Rauschebart. Das kann natürlich sein, ja. Und von dem ist ja auch dauernd die Rede gewesen, ja. Ja, es könnte Nertom sein, aber... Könnte sein, ja. Wie bist du hierher gekommen? Oh, eines Tages bin ich aufgewacht und ging spazieren draußen im Walde oder irgendwo. Und da war eine Mauer um den Berg herum. Ich konnte nirgendwo anders hingehen. Und so bin ich eben hier geblieben. Ich bin schon für eine lange, 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 lange Zeit hier. Also wirklich, habe ich schon vergessen, wie lange. Ah, du warst 20 Jahre hier, alter Mann. Du bist seit 20 Jahren hier. Wie bitte? Du bist seit 20 Jahren hier. Ah, du bist seit, seit 20 Jahren hier, alter Mann. Woher weiß er das? Hä? 20, was? Was ist das? Jahre? Hä? Stell dir das mal vor. siehst du. Du siehst irgendwie mir, da bist mir bekannt. Ja, genau, hab frag ich das. Ja, sag ich. Hab dich vorher schon mal irgendwo gesehen? Hier in dieser Höhle, ist das das erste Mal, dass du und ich miteinander sprechen. Da bin ich mir völlig sicher. Okay, und was machst du hier überhaupt? Ich lebe hier, ich meditiere, studiere meine Bücher. Was für Bücher denn? Wo sind denn da Bücher? Und ich lerne Geheimnisse. Ich schlafe ein bisschen mehr dieser Tage, als ich das früher mal getan habe. Ich gucke den Vögeln beim Fliegen zu und dem Wasserfall beim Wassern und dem Rauch aus dem Turm beim Rauchen. Ja, ich hab doch den Vögeln beim Fliegen gesagt. Ja, schon gut, schon gut. Ich hab mich gerade noch eingekriegt. Bist du ein Mönch? Oh ja. Oh nein, ich doch nicht. Nicht ein Mönch. Diene keiner Hoheit hier oder keinem irgendwas hier. Ich verstecke mich nur. Er sieht aber aus wie einer. Ja. Wovor versteckst du dich denn bitte? Oh, ja, also, was, hä? Verstecken, hä? Du willst dich verstecken, so wie ich? Vor wem denn? Vor dem bösen Zauberer, richtig? Ah, wir können ja hier beide uns in der Höhle vor diesem Zauberer verstecken und so die Jahre mit Labern vertreiben. Okay. Ja. Ja, das tut gleich mein Hals weh. Oh nein. Nein, das ist nicht so schlimm. Was? Ich bin das gewöhnt, so zu sprechen. Ach nein, alles fürs LP. Was das für Geheimnisse kennst du? Ah, ich weiß viele Dinge. Ich weiß, dass Seife aus Asche und Öl oder Fett gemacht wird.
Und was steht da? The what? The lie. Ich weiß nicht. The lie. Also irgendwas Zeugs in der Asche. Vielleicht die Lauge. Richtig, die Lauge. Lie, das kann sein, dass es die Lauge ist, ja. Das ist auch die Lauge, du hast völlig recht. In der Asche spaltet die Öle im Fett und dann auf deinen Händen. Und deshalb wird das alles sauber. Ja, bin ich nicht klug. Ui, da haben wir wieder was gelernt. Ja, das wusste ich ja schon vorher. Ich weiß, dass Säure aus brennendem Sulfur und Salpeter gemacht wird, umgeben von Wasserdampf und das, ich kann, ausgerechnet ich und Chemie, ne? Das Vitriol des chemischen Mixtur dringt in den Wasserdampf ein und stellt so eine flüssige Säure her. Ich weiß, dass die Muskeln eines Frosches, wenn sie mit Elektrizität in Verbindung kommen, dass die sich dann bewegen, einfach zucken oder so. Und wenn du einen, es ist ja ekelhaft, und wenn du einen Froschenkel an einen Haken hängst und es da draußen im Sturm lässt, dann wird sich's bei Blitz und Donner bewegen. Was macht der für eklige Sachen da in seiner Höhle? Ja. Kotzt sie gleich hier. Wow. Ja, der muss das ja wohl gemacht haben. Woher soll das sonst wissen, ne? Nein, aber das sind auch tatsächlich alles mal Experimente gewesen mit diesen Froschschenkeln. Kann ich mich auch dran erinnern. Habe ich auch drüber gelesen. Ich weiß nicht mehr, wer die gemacht hat, aber Gott, wie hieß denn der Typ? Komme ich auch noch drauf. Okay. Dann, wenn es mir einfällt, sage ich das. Okay. Okay. Kennt ihr noch mehr so ein fiesen Zeugs? Das ist sehr interessant. Ah, das findet auch Kalasch, ne? Ja. Ja. Was kannst du mir über den Turm sagen? Ah, der Turm, ha? Huh? Ja. Warum willst du denn darüber wissen? Ich muss da was mit den Magier klären. Ah, wirklich? Ha. Ach, du tapferer Kerl, du, so einem mächtigen Magier entgegenzutreten. Ich sag dir mal, du Sonnenscheinchen, solange du nicht diese Kräftesteine hast, kannst du genauso gut jetzt umkehren. Oh ja, und komm mal wieder und besuch mich, wenn du den das Böse besiegt hast. Ich könnte dir eine kleine Belohnung geben. Oh. Aber jetzt geh besser. Es ist, ergibt keinen Sinn, hier Zeit mit einem alten Kerl wie mir zu verschwenden. Was kannst du mir über die Kraftsteine sagen? Ja, zum Beispiel. Also, da gibt es Prophezeiungen darüber und auch über Sanwe. Diese Steine wurden vor Generationen als eine Verteidigungswaffe gegen den Zauberer kreiert, gemacht, getan. Aber seine Agenten, seine Geheimagenten 007 und so, haben sie gestohlen und haben sie überall, haben sie zertrümmert oder zerstreut über das ganze Königreich, bevor sie überhaupt benutzt werden konnten. Zwei sind im Besitz der Könige der verschiedenen Reiche. Der Ort des Dritten ist der Aufenthaltsort des Dritten ist unbekannt. Ja, wir haben ja auch nur zwei bisher. Also. Wir haben nur zwei, ja. Wie kann ich die Steine benutzen, um den Zauberer zu besiegen? Ach, das weiß niemand. Manche sagen, du musst alle drei haben. Andere meinen, du bräuchtest nur zwei oder nur einen, um ihn zu besiegen. Das ist völlig verwirrt mit den zwei, die wir schon haben. Ich weiß nicht, warum diese Geschichten so unterschiedlich sind oder so gegensätzlich sind. Erstens macht sowieso nichts. Wir sind alle verdammt. Geh jetzt, würdest du bitte jetzt gehen? Ich bin so müde und ich muss mal ein bisschen ausruhen. Ah ja. Na gut, okay.
Okay. Galvani, jetzt fällt mir ein, Galvani war das mit den Froschenkel. Galvani. Galvani hieß der Mann, ja. Ii, Ah, was hatte der denn für eine Nationalität? Das klingt ja. Ich glaube, das italienisch. war ein Italiener, da müsste ich nachgucken. Ah ja. Aber ich glaube, das war ein Italiener, ja. Ja. Ja, und soweit ich mich erinnere, hat er mit, also mit toten Froschenkeln rumexperimentiert und dann festgestellt, dass die dann immer noch zucken, wenn sie mit Elektrizität in Verbindung kommen. Also finde ich schon ziemlich grässlich. Na, das ist nicht schön. Nee. Ich nehme mal die. Ich versuche mal wieder ins Feuer zu greifen, ja, wie Ja, aber es, gehabt. ja, aber das ist natürlich wieder nur eine Zeit- und Energieverschwendung. Ja, gut, Ja. dann hau ich jetzt ab. Okay, Tschüss. haben wir alles mit dem geredet? Ja, ich meine, ich kann noch mal mit, guck mal, noch mal mit ihm reden. Vielleicht sagt er noch was. Ich möchte mehr über dich wissen, über den. Ja, es gibt schon noch mehr. Okay. Komm, lass uns das ruhig machen. Ja, ich möchte mehr über dich wissen. Genau. Oh mein Gott, bist du aber hartnäckig. Naja, also ich sag dir nur so viel. Wenn es dir nicht gelingt, den Zauberer zu zerstören, dann komm hierher zurück und rede mit mir. Und ich verspreche dir, ich werde dir mehr erzählen, oder? Ja. Uiuiui. Ja, aha, okay. Und denk immer daran, die meisten dieser unnötig erscheinenden Dinge können oft total wichtig sein, aber jetzt geh. Du langweilst mich nämlich zu Tode, nur durch deine Anwesenheit. Oh, danke. Uns aber egal, lass uns doch. Mein Gott, ich glaube, ich verwandle dich in eine Kröte. Oh, oh, oh nein, bitte nicht. Eieieiei. Dann Okay, lass jetzt uns mal sagt er lieber nicht mehr. schnell rausgehen, Ich du. hau lieber ab. Ja, besser ist das, glaube ich. Oh, Okay, und ich glaube, da ging es ja hoch, ne? Hier ja, da irgendwo. musst du aber noch mal einmal weiter nach rechts wandern. Ah, okay. Stimmt, Da, wo die das schicke war. Leonie oder wie sie da hieß, Ja, stand. genau. Wartet sie da noch auf uns? Nee, leider nicht. Ach nee, die war noch ein Bildschirm weiter. Da Da war es, genau. war Da. sie ja. Gut, aber ja, wir haben schon wieder 12 Minuten. Würde ich sagen, nächste Folge klettern wir da hoch, ne? Ja, genau. Ja. Bis dann. Bleib dran.